Das hat schon in sich hier. Los geht's. Mega cool hier. Also, ich habe gestern gar nicht mal weitergefilmt. Wir waren nach dem Wasserfall so fertig, so müde. Wir haben nur noch eine richtig fette Portion Spaghetti mit Basilikumsoße gegessen und Käse. Das haben wir uns so schmecken lassen, dann sind wir auch sofort eingeschlafen. Und in der Nacht kam erst die eine Mücke, dann kam die andere Mücke, dann kamen auch mal zwei Mücken auf einmal. Weil meine Netze, die ich über die Türen gespannt habe, die sind so ein bisschen undicht. Es dauert zwar eine Weile, aber irgendwie kommen die dann doch durch, weil die Türen einfach viel zu riesig sind. Und du findest keine Netze im Internet. Ich muss mir auch mal eine andere Möglichkeit überlegen. War nicht cool die Nacht. Genau, dann sind wir aufgewacht. Und auf der linken Seite waren mindestens 40 Mücken an der Außenseite von diesem Netz und auf der rechten Seite auch nochmal mindestens 40. Und am Außenspiegel, aber nur am rechten, ich weiß nicht warum am linken nicht, aber nur am rechten, klebten ungefähr nochmal 20. Also sie haben richtig auf uns gewartet. Es war ganz, ganz schlimm und dann sind wir da von dem Platz weg und jetzt geht es auch wieder mit den Mücken, also hier ist nichts. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu einem Wasserfall. Ja, der liegt kurz vor dem Wasserfall, wo wir eigentlich hin wollten, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Das ist dann der dritte Wasserfall in Folge, den wir uns angucken. Wir klappern alle ab und langsam wird es auch wärmer und sonniger. Und jetzt fahren wir hier gerade über eine Hochebene auf den Wildmarksbergen. Es ist echt schön hier. Da vorne liegt sogar Schnee auf den Bergen. Das wird richtig schön. Und viel Spaß beim Zusehen. Flew up through the clouds at night, was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of the people down below, you know I fought for love. You know I fought for love. You know I fought for love. Be kind to those around you, don't be merciless. Remember me, for my name is Perseus. 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 Jetzt sind wir hier am nächsten Wasserfall. Bratfallet oder so. Und das ist echt atemberaubend, also die Schlucht hier im Hintergrund und dieses Wasser, was einfach aus dem Nichts kommt. Das hat schon in sich hier. Geht hier vorne noch die ganze Zeit so weiter. Wow. Das war hier unser wunderschöner Platz am See. Nachdem wir die ganzen Wasserfälle erkundet haben, das ist echt super windig immer noch. Ja, und jetzt geht's weiter. Wieder zu der Mine, die geflutet ist, also wo dieser See in der Mitte von den Felsschluchten ist. Und das Wetter wird besser. Es sind mittlerweile 15 Grad statt 5 oder so die letzten Tage. Und dann wird es auch über 20 Grad warm in den nächsten 3 Tagen. So lässt sich's doch definitiv aushalten. Echt schön hier und jetzt geht's weiter. I don't want the throne that my father has. Fighting wicked beasts while they move so fast. You could be the sword, the shield, defender of the people down below, you know I fought for love. Den Ort hatte ich hier fast vergessen. Das ist so ein See mit Sprungturm. Und hier ist noch so ein Steg, wo man reinrennen könnte. Ja.
Richtig cool. Und hier ist Holger geparkt. Und gleich geht's weiter zum Schlafplatz, also zu der Mine. Aber vorher springen wir hier auf jeden Fall rein. Richtig, richtig gut. Los geht's. Ah! Das war so cool und erfrischend und wir sind wieder sauber. Und ich habe eine kurze Hose an und ein T-Shirt und mir ist nicht kalt. Das erste Mal seit, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so. Tut das gut. Sonne tanken. Oh, und das ist ja so ein tolles Wetter hier. Und so ein schöner See. Wir sind jetzt beim Gruvan angekommen, Gruvan i Etzele. Bei dieser Mine oder was auch immer das sein soll, Steinbruch. Ja, und diesmal schlafe ich nicht unten, beziehungsweise ich habe letztes Mal auch nicht hier geschlafen, sondern wir waren eben oben und da gibt es einen Weg nach oben und oben ist es viel schöner. Deswegen schlafen wir da und da fahre ich jetzt hin und der Weg ist ganz schön steil und ja, das filme ich jetzt für euch. Echt steil nach oben, aber es hat sich sowas von gelohnt. Ich zeige euch jetzt die Aussicht. Ach, ist das schön. Mega. Mega cool hier. So, wir haben uns jetzt auch noch dazu entschieden, hier Marshmallows zu machen. Das zweite Mal und ich starte jetzt das Feuer. You know I fought for love. You know I fought for love. Have your friends beside you like my Pegasus. Remember me, for my name is Perseus. 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 Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. My name is Perseus. Hi. Also heute war ein sehr produktiver Tag. Wir haben Wäsche gewaschen, aber ich, Idiot, hab nicht die komplette Wäsche aus dem Auto rausgenommen, sondern habe eine Stelle vergessen, wo ich Wäsche hingetan habe, die dreckig ist. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem super geklappt. Am dritten Campingplatz auch schon hatten wir dann eine freie Waschmaschine nach einer halben Stunde Wartezeit. Die hat auch mit Trocknung nur 5 Euro gekostet und ich durfte sogar noch ein zweites Mal waschen, weil wir echt so viel Wäsche hatten und das Bettlaken musste gewaschen werden und so, weil jemand darauf gekleckert hat. Was haben wir noch gemacht? Wir haben aufgeräumt, viele Sachen aufgebraucht. Das hat sich auch richtig gut angefühlt. Den Müll bringen wir gleich noch weg. Dann füllen wir noch das Wasser auf. Und wir haben uns Eis gekauft. Und da stand Klattkaka-Eis drauf. Und Klattkaka ist so ein richtig geiles Gebäck, was außen wie ein durchgebackener Teig schmeckt, nur geiler. Und innen drin ist es noch so flüssig und richtig saftig und schmeckt total krass nach Schokolade. Und dann haben wir dieses Eis gesehen und wollten das unbedingt haben, weil wir wissen, wie geil Klattkaka schmeckt. Und das war totale Enttäuschung. Das ist ungefähr so vergleichbar wie irgendwelche Jahrprodukte in Deutschland. Und das hat einfach wie normales Schokoeis geschmeckt. Das war eine richtige Enttäuschung. Und an dem Platz heute Morgen waren auch sehr viele Leute. Es war Wahnsinn. Wir haben auch Wochenende gerade, heute ist Samstag. Es fing morgen schon an, da haben wir noch im Bett gelegen. Da liefen die schon alle um unser Auto rum, obwohl wir da ganz oben standen. Als wir dann gefahren sind, standen unten bestimmt 7 Autos. Also 4 Familien turnten gerade so durch die Schlucht und über die Straßen und sowas. Da sind wir dann auch abgehauen. Genau, wir haben uns noch gewaschen und ich habe mich rasiert und meine Fingernägel geschnitten. Das hat sich auch gut angefühlt. Also was das angeht, schon mal sehr produktiv gewesen heute. Genau, wir haben auch noch das Internet gut ausgenutzt, also Stories hochgeladen und sowas. Und gestern Abend haben wir noch den Mond aufgenommen. Das habt ihr bestimmt schon gesehen.
Das war so geil im Zeitraffer. Der war blutrot. Also so einen krassen roten Mond habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war das dritte Mal erst in meinem Leben. Echt wunder, wunder, wundervoll. Ansonsten fahren wir jetzt zum Tannforsen Wasserfall bei Abenddämmerung und machen da die Wanderung und das wird richtig gut. Ich freue mich drauf. Wir sind da und wir sind die Einzigen und es ist toll und ganz schön kalt. Uiuiui, Schwedens größter Wasserfall. Wow. Wir hatten heute 27 Grad, sind heute hier angekommen. Das Wasser ist so warm. Das sind alles Rotkappen. Hier Steinpilze. Und hier sind auch nochmal Steinpilze. Ich weiß nicht, wie viele ich gesammelt habe. Das müssen 1000, 1500 Stück sein oder noch mehr.